Rock. Ex. Fresh D oder wie er hieß. Auf jeden Fall hat er Sonnencreme, glaube ich, dabei. Howdy. Hello. Ich habe gar nicht gesehen, dass deine zweite Liege war. Hello there. Are you the, Yep. Great. You brought my toothpaste shipment. No. I'm the detective. Oh, okay. Can I call you D-Tech? Wow. Yes. Nice. I have some questions. Is that okay? Take it away, D-Tech. Your clothes. Your smile. Why aren't you wearing a lab coat like the other scientists? It's my day off. Ah, yeah. I've been working so hard for the last 2 weeks. It's very important to take a break and get some sun. You're right. Sun. Not about the sun. About taking the day off. Ja, ist wirklich, ne? Euren Workload verteilen. Ja, ja. Ja. Vor allem ist auch extrem sonnig jetzt gerade bei diesem ganzen Gewitter. Wie sonnen sich eigentlich Krokodile? Kriegen die einen Sonnenbrand? Kommt drauf an. Ne? Yeah, I didn't pick a great day for it. Sorry to question you on your day off. Wir haben eigentlich gar keinen Ausweis oder so. Den müssen wir auch noch zeigen. Weißt du, wie bei Phoenix Wright oder so? Stimmt. Jedem so seine Badge. Aber wir haben unsere... Magnifying Glass? Ja. Ja. Das ist eigentlich... Unsere Lupe. Ja. Das muss reichen. Your smile. Your smile. I hope you don't mind me saying, but you have a wonderful teeth. Thank you. I'm so glad someone finally noticed. How about do you keep your them so pearly white? With Dr. Tight Smile 101 Tooth Whitening Cool Paste for Teeth TM. Of course. Hashtag Werbung. Dr. Tight Smile 101 Tooth Whitening Cool Paste for Teeth. Technische Maschine. Wie heißt das so? Trademark. Trademark, genau. Ich muss immer an Pokémon denken, wenn ich das sehe. I get a shipment here every 3 days. Wow. I go through the stuff so quickly. I'm down to my last tube. Wow. Where can I get some of my own? Hanffrische Zähne. Ich glaube nicht. Das wäre weird. Do you have teeth? Well, I could give you my tube, but I would need something else to keep my mouth fresh. I'll think about it. Can I ask you some more questions? Take it away. Okay, ich glaube, das war aber alles. Da wissen wir, wofür wir dann das, Mouthwash? Wie heißt das auf Deutsch? Wenn man so viel Englisch liest, dann fallen einem auf einmal die deutschen Wörter nicht mehr ein. Richtig. Okay, also, hier wir haben jetzt Breakdance. Geguckt, oder? Haben wir hier geguckt? Hier noch was ist, Vorsicht. Ah ne, hier kann man gar nicht weiter. Unsichtbare Wand, wie lame. Dann müssen wir jetzt die Breakdance-Sache klären. So, jetzt geht's ab. Jetzt will ich die aber auch Breakdancen sehen, aber hallo, ey. You have some questions? Questions, yes. Yes, dance style. Hey, I talk to Mystery Monkey. Oh my gosh, did you mention me? What did Mystery Monkey say? Does Mystery Monkey hate me? Warum sollte der? I'm so embarrassing. Nein. I didn't mention you. Phew. Mystery Monkey likes breakdancing the best. Breakdancing? I think I can do that. I gotta start practicing now, though. Good luck. Thanks. Oh, here's the mouthwash before I forget. Cheers. Mouthwash, Mouthwash. So, und jetzt? Ja, jetzt hat sie wirklich. Get wie down. Gut. I love this game. Das ist so gut. So, dann können wir... Hat er uns seinen Namen gesagt? Nein. Ich glaube, die Maus... Wenn, dann habe ich ihn schon vergessen. Wenn man hier so an ihn ran kann. Hello. Ah, Fresh X. Ach ja, Fresh X natürlich. Natürlich. Ja, hier ist some mouthwash for you. Amazing, thanks. Am I able to use your toothpaste? I almost forgot. Here you go, D-Tech. Stimmt, die Toothpaste brauchen wir. Wow, look at this pop-up. Ja. Wow, jetzt werden wir hier
Explosives zündeln, ah, ja, bis zum geht nicht mehr. Müssen wir mit Larry reden. More questions? Ask me them, the questions I mean. Let's make some dynamite. Let's see. Wow, you got everything. Yep. Amazing. Shall we make some dynamite? Come on. Ja, let's do it. Get this party started. Nice. Let's do it. I'll cook up some dynamite and we can get exploding, baby. Just a frog on a stay as a detective. This is it. Yep. Time to blow this cave up. Larry, explosives are dangerous. Sorry. Time to carefully blow this cave up. Thanks. No worries. I'm nervous. Me too. And I'm not even coming into the cave. You're not? I don't like dark spaces. I'm a sunny boy, baby. Sunny boy. I'm not a baby. Sorry. Anyway, good luck. Look after yourself in there. Thanks, Larry. Let's do this. Yay! Whoa! Dang, ich habe auch ein bisschen Angst. Haben wir Torches dabei? Wie ist denn das Lighting da drin? Jetzt werden wir alles mit unserer Lupe aufhellen und bündeln wir so einen Strahl und dann lupen wir den da rein. I'm calling it. Es gibt auf jeden Fall Fledermäuse. Es waren Fledermausgeräusche. Wir müssen jetzt ganz langsam diese Höhle erkunden. Okay. Wenn man diese Pilze isst, kriegt man dann einen Pilztrip. I hope. Sollen wir das ausprobieren? Whoop. Und dann gefroggelt. Da ist doch... Oh Gott. It's getting dark, literally. Ich bin so froh, dass du bei mir bist. Oha. Die entspannte Musik hat aufgehört. Ja. Jetzt ist es eigentlich wirklich, wirklich gruselig gerade. Dark Souls. Wir spielen das aber an. Ja, jetzt kommt einfach ein Bosskampf. Tomb of Giants. Oh, Musik. Oh, es geht mir schon besser. Ach, super. Sofort entspannt. Okay, da geht die Party ab. What? Ein Huhn? Das ist bestimmt die Freundin, die für den Breakdance... Wow. Wow. Guck mal, hat die Moves auf jeden Fall. Ja, oh, die gewinnt morgen wirklich. Twerkendes Huhn. Mein Gott. Oh, wie gut sie das macht. Also dieses virtuelle Huhn tanzt besser, als ich es jemals in meinem Leben gekonnt habe. Auf jeden Fall. Ich bin sehr für sie. Shake it, baby. Shake it like a Huhn in a cave. How to get all them chicks. Okay, dann sprechen wir sie mal an. Ja. Oh, hi. Who are you? Are you a ghost? What? I don't think so. Are you sure? Yep. That's great. You're not wrong. So, who are you? Finlay. Who are you? The detective. Howdy. Wait a minute. Finlay. I know that name. Guck in deinem Notizbuch nach. Das Puzzle fügt sich zusammen. The game is on. I'm pretty well known around local dance circles. That's not it. Oh, you're Martin's friend. Yeah. What are you doing down here? Practicing for the dance competition. Of course. It's tomorrow. Ach was. How long have you been down here? 2 Wochen bestimmt. Minimum. Und seitdem kommen die Noises hier raus, weil sie die Musik Aber gehört. Wie ist dann hinter ihr der Zugang zur Höhle verschüttet worden? Sie hat so krass gedanced. Das muss es sein. Jeez, like 2 weeks, I guess. Yeah. I didn't even realize. Was hat sie gegessen? Die Pilze die ganze Wahrscheinlich. Zeit? Wahrscheinlich. 2 weeks? Have you seen any ghosts around? Na, just me down here. Does Martin know you're here? I don't think so. He never comes down here. Really? Why not?
He thinks every dark space is haunted. He reads all these books, ghost books, and think there's a ghost in every crevice. It's good for me, though. Perfect spot to train. You've been dancing for 2 weeks straight. Yeah. Aren't you tired? I mean, I take naps. And these mushrooms are super nutritious. Called it. Gross. Ja, aber wirklich, isst du gerne Pilze? Also es kommt drauf an. So aus der Dose, die sind ja so extrem glitschig. Die nicht so, aber frische Pilze gehen klar. Diese komische Lamellenstruktur, das ist doch... Ja, aber das, man muss sie frisch kaufen, dann geht's. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Pilze mögt. Liked und subscribed dieses Video. Wenn ihr Pilze mögt, dann können wir keine Freunde sein. Wenn ihr Pilze mögt, liked und subscribed. Wenn ihr keine Pilze mögt, liked und subscribed. Dann spendet auf Patreon. Genau. Mushrooms are disgusting. Yes, yes. That's your opinion, Detective. No, it's a fact. Okay. Anyway, Martin's been super spooked out because he's been hearing weird noises all over the island. Das muss ja ihre Musik gewesen sein. Any idea what the noises could be? I've been listening to my radio while dancing. This cave has a lot of holes. Like this story. The sound from a radio could easily travel up to the surface. I bet it sounds super warped too. You know, you've been trapped in here, right? The cave has been blocked off by rocks. Really? Yeah. That's so funny. Yeah, you could have actually died. Then I'd actually be a ghost. Plot twist. I didn't even eigentlich think of sie, that. Eigentlich ist sie gestorben. Ja. Yeah. Und da hinter dem Fels ist ihr verrottender Körper einfach. Anyway, we should head back up to the island. Yep. Jetzt tanzen alle und... Plot twist, jetzt kommen immer noch Geräusche aus dem Holz. Nein. She's a cute chick. Ja, auch sonnengebräunt. Finlay? Hi, Martin. Hi. Hey. Hi. Okay. What are you doing here? I was in the cave. You... What? How did you get in? It's been sealed up for weeks. 2 weeks, to be exact. Wait a minute. As it turns out, there was never a ghost. It was Finlay in the cave all along. Das ist so ein Drei-Fragezeichen-Plot, ne? Fünf-Freunde-mäßig auf jeden Fall. She was so wrapped up in practicing, she didn't even notice the cave got caved in. The noises from her radio carried up to the surface and sounded super spooky. But my ghost books, I was so sure it was a ghost. Nope, just me. It just goes to show you should never trust books. Life hack. Always use the internet instead. Weil alles im Internet wahr ist. Yeah. Books are, without exception, factually inaccurate. Yep. Dangerous message. Da ist sie, die Grace. Ach. Hi there. Apologies for the interruption. Ist total das Fourth Wall Breaking. Ja, ja. Hier Kojima-Style. Oh, guck mal, sie sieht auch voll dreckig aus. I hope you're enjoying the game. I won't keep you for long. While I agree with the detective on most issues, there are contexts in which books can be very useful and informative. Ich fühle mich gerade sehr bestätigt, ja. Weil ich war gerade in meiner Ehre als Bibliotheksmitarbeiterin beleidigt. Ich habe schon kurz auf deinen Rant, den wir rauspiepsen müssen, richtig. Gewartet. It's important to check the validity of the author's sources, genau wie im Internet übrigens. Ja. And to check the book is up to date. The internet can also be a useful place to find information. Public service announcement. But make sure you're getting your information from a trusted site. Und ich von Alex Jones. Ja. Thank you for your time. Danke, Grace.
Enjoy the rest of the game. Oh wow, das ist so sympathisch. Also von allen Dingen, die ich dachte, dass wir jetzt die bekommen, habe ich nicht gedacht, dass wir eine Lecture darüber bekommen, über Defect-Checking in Büchern und im Internet. Richtig. Wow. Also das sollte man ungefähr jedem Schüler in der späteren Klassenstufe zeigen. Weil es ja sehr wichtig, richtig die Klassenarbeit auf die Universität, dass man richtig zitiert hat. Ja. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Wie zitiert man richtig? Ich habe ja auch 2 Semester im Master studiert und da haben wir immer noch Kurse gehabt, wie zitiere ich richtig. Und ich dachte, alle die wir sitzen, haben wir nicht eine Abschlussarbeit für den Bachelor geschrieben? Für sowas ist es nicht zu spät, offensichtlich. Ja, I guess. So anyway, as I was saying, books have no place in our society. Hallo? Sure thing, that makes a lot of sense. Thank you for opening my eyes to the uselessness of books. Echt. You're very welcome. So, just to be clear, you were practicing for the competition this whole time? Yep. I'm in it to win it. I'm still not entirely sure what this dance competition involves. Maybe it's tomorrow and it's about dancing and the best dancer wins? Dance competition? Best dancer wins. Who else is competing? That's a good point. Just us, I guess. Don't forget Mo the Mouse. Who? One of the ghost scientists. The what? Don't worry about it. I think we need some more entrants. I know a few hardworking friends who could use a good boogie. But they won't be here tomorrow. Well, let's move the competition to today. Yeah. 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 Before we dance, I just want to say, thanks for solving the mystery, Detective. Kein Problem. Gern geschehen. No problem at all. I had a lot of help. And some mouthwash. Larry figured out where the noises were coming from. Larry. Is that the lobster? The one that talks over everybody? Yep. Well, I give my thanks to Larry too. So, shall we boogie? Yes! Let's go! Wow. Jetzt geht's ab. Wow. I love it. Aber kriegen die sich? Ja, die Maus stimmt. Und der Affe. Er hat doch gesagt, sie sind dann für immer für immer verbunden. Für immer beeindruckt. Oh, thank you for playing. Also, liebe Leute. Oh, das war ja super hoch. Das war wunderbar. Wir haben aber noch immer nicht klären können, wer war die mysteriöse Figur hinter den Fans. Oh, scheiße, stimmt. Oh, Amelie. Was ist das? Das werden wir nie erfahren. Jesus Christ. Schreibt uns in die Kommentare, wer glaubt, dass der mysteriöse Mensch hinter dem Fels war. Weil da konnte man noch gar nicht hinkommen. Man konnte ja nichts mit den Gegenständen machen. Nein, vielleicht war es ein Easter Egg. Aber es gab dafür kein Achievement, also kann es kein richtiges Easter Egg sein. Aber ich würde in dem Stil auch super gerne noch andere Sachen machen. Auch andere Mysteries. Ja, wirklich, das ist super. Es ist so ein bisschen wie so ein niedliches Kinderbuch. Ja. Okay, I think we're practicing now. Wait a minute, who's judging? I'll do it. Wow. Das ist super. Das ist aufwendiger als der Rest des Spiels gefühlt. Oha, wenn jetzt nicht gleich einer einen Macarena tanzt, bin ich enttäuscht. Ja. Na, fast. Oh, er hat den Magneten in der Hand. Ist das der Ententanz? Ja, so der Koala macht auch. Den Ententanz, aber die Ente macht nicht den Ententanz. Was soll das eigentlich? Ist das ein Bär? Wie eine oder? Bolognese? Ich hätte jetzt Wombat gesagt. Ja, Wombat ist, glaube ich, besser. Der Monkey, oh yeah, der hat voll all den the moves. Einer muss den Roboter tanzen. Ich weiß nicht, was das für ein Tanz ist, aber irgendwas das sind davon bestimmt alles Fortnite. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Oh yeah, der Lobster. Oh yeah. Oh, aber das ist 100 pro ein Fortnite-Tanz, das weiß ich. Ja. Chicken Dance. Das ist unfair, sie hat 2 Wochen lang in der Höhle geübt und ist wahrscheinlich auf irgendwelchen Pilzen drauf. Hat voll den Vorsprung. Ja, sie tanzt super. Get down. Die ganze Wolle fällt runter. Ja, der Roboter. Maus. Oh. Yes. Get that wiggly frog body going. Oh. Und wer hat jetzt gewonnen? Das ist die große, das ist das große Mysterium. Oh, dang. Also, okay, also, with great power comes great responsibility, ne? Ja, also ich... Wer hätte jetzt überlegt, ob man die Maus nimmt?
damit sie mit Mystery Monkey zusammenkommt. Yeah. Aber andererseits sollten wir nach unserem Geschmack gehen. Ich fand aber auch Larry super. Ich bin gerade einfach nur überfordert von dieser Auswahl. Also rein von der Sympathie her finde ich ja die Ente am geilsten, weil Ente einfach unbestreitbar ist das beste Tier. Ja. Also ja. In meiner verklärten Welt, weil eigentlich sind Enten ja ziemliche Arschlöcher. Googelt mal bitte, wie Enten sich paaren, dann wisst ihr, was ich meine. Oh Gott, ja, ich weiß, wie sie paaren. Es ist einfach das Schlimmste. Aber auch nicht der Erde. Als Menschen, oder? Also. Have you seen Tinder? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber also, wenn ihr mal eine Nacht nicht schlafen wollt oder auch mehrere, dann googelt wirklich mal, wie Enten sich paaren. Kleiner Exkurs in die Ornithologie. Das muss ich mir merken für E3 Nächte, wenn ich hier werde, dann. Und dann gucken wir wieder die Wikipedia-Seite, wie Enten sich paaren. Und dann ist man einfach verstört fürs Leben. Tja, also das ist natürlich jetzt schwer. Also wir können kommen. Also ich würde schon die Maus sagen, weil es war ihr großer Traum. Ja, und die braucht, glaube ich, ein bisschen Self-Worth-Boost. Ne? Ja, ja. Das also die ist auf jeden Fall. Das ist auch die richtige, ne? Vorne mit dabei, richtig. Ja. Ja. Also das ist der King, ja. Ne? Nehmen wir sie. Ja, komm. Okay. Schauen wir mal. Ich hoffe, es gibt so viele verschiedene Enden, wie es Gewinner gibt. Oh, wunderbar. Ich finde es schön, wie diese Dance Committee schon so vollkommen random kam. Oh, guck mal, bei dem Achievement hat der Pokal auch ein Smiley drauf. Oh, I love it so much. Ich möchte ihn auch zuwinken. Tschüss. Bye-bye. Oh. Ja, another mystery solved. Da stand Case Number One, da müssen noch mehr kommen. Noch DLCs. Ich würde sie alle kaufen. Noch ein paar Lootboxen zum Aufmachen. Mal sehen, vielleicht sind wir jetzt noch mal im Büro und müssen unserem Supervisor Bericht erstatten, kann ich mir vorstellen. Ja, hoffentlich. A little bit later. Oh, some moments later. Ja, wirklich. Oh, super. Jawohl. Unser größter Auftritt. Ring, ring. Wie können wir vorher nichts machen, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ring, ring. Frog Detective Crime Solving Agency, Frog Detective speaking. How may I help you? Detective! A supervisor! Great work on the Haunted Island mystery! Thank you. I tried really, 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 really hard. I don't think even Lobster Cop could have solved that case. I think you're underestimating Lobster Cop. You're probably right. Anyway, I saw you busted a groove at a dance competition. Yeah, but where did you see that? It was on TV, every channel. Every channel? In HD. Cool. I didn't even see any cameras. Hmm. Well, you certainly impressed the public. My phone has been ringing off the hook. Mostly the calls are about you dancing. But I did get one call about a case. Have you heard of Warlock Woods? I haven't. Well, there's something very strange going on there. They need our best investigator on the job. Lobster Cop wasn't available? Nah. Can you handle another case, detective? I can handle anything. Bye-bye. Detective will return in the case of the invisible wizard. Mm. Oh, der hat so ein kleines Lächeln. Aber er ist auch invisible. Das müssen wir dann auch spielen, Amelie. Auf jeden Fall. Ja. Das hat super viel Spaß gemacht. Das ist so wholesome und man muss nicht so viel nachdenken. Es ist einfach Spaß. Ja. Ich dachte am Ende, vielleicht muss man noch irgendwie die Käfer einsammeln. Das könnt ihr auch mit eurer Oma spielen, ja, mit eurem Opa, mit eurer Großtante, mit eurem Neffen, mit eurer Cousine. Ja, wenn jemand sagt, Video Games are trash. Ja, aber das ist bestimmt auch so ein Game. Wir sind gar keine richtigen Gamer. Das ist zu einfach. Also sorry, aber wenn ich kein echter Gamer wäre, dann hätte ich nicht gewusst, wofür der Mouthwash ist. Das stimmt. Wow. Okay. Also. Dann, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem einzigartigen Projekt. Ja. Und wenn dann der Invisible Wizard Case kommt, sind wir zurück. Und dann werden wir wieder krass forschen. Krass. Mit unseren schleimigen Froschhänden alles anfassen, was geht. Unsere Lupe voll schleimen. Wir haben gar nichts. Vielleicht. Man brauchte die Lupe überhaupt vielleicht nicht.
Vielleicht legen wir auch ein paar Eier irgendwo. Okay, jetzt wird's weird. Ein paar Kaulquappen. Ich breche jetzt an dieser Stelle ab. Und, aber vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ein paar Fliegen. Weil das war, hat super viel Spaß gemacht. Ja, und ich hab's auch geliebt. Und ohne dich hätte ich das nie gefunden. Also, es ist einfach unbeschreiblich. Ich fühle mich so gefühlsmäßig gereinigt. Ja, ich bin geheilt. Ja. Also, ja. Cured my depression. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ich hoffe, eure Depressionen wurden auch geheilt oder zumindest verbessert. Und dann, genau, also wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Pilze mögt. Ja. Und das wird so, daran scheiden sich die Geister. Wenn ihr mir auf Twitter folgt und Pilze mögt, könnt ihr mir auch gleich entfolgen. Ja, also, wenn ihr Pilze mögt, folgt mir auf Twitter. Ja. Und ansonsten, wir werden die Hände jetzt nicht in die Beschreibung machen. Das weil ist jetzt euer Mystery. Ihr wisst die jetzt schon. Uns zu erforschen. Ja, genau. Also, ihr müsst die schon wissen, oder? Ja. Also sonst ist get the fuck out. Und folgt den Leuten hier auf Twitter, die das gemacht haben. Werde ich auch machen. Die sind wunderbar. Ja, werde ich ihnen schreiben. Danke, Grace, dafür, dass du nochmal klar gemacht hast, dass Books kein Trash sind. Ja. Danke, ich Grace. Ich liebe Bücher. Danke, Thomas. Und danke, Dan. Und wir gehen jetzt. Wir haben jetzt ein schönes Wochenende. Und glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ja, außer das, was wir sagen. Genau. Ja. Genau. Und damit tschüss. Ciao. Quark.